Der Generalverband für chinesische Kultur schließt sich diesen Juni mit dem Paper Windmill Theater zusammen, um den 150. Jahrestag der Gründung von Budapest zu feiern. Der Verband und die Theatergruppe wurden von der Budapester Stadtregierung eingeladen, Taiwans einzigartige Kultur zu präsentieren. Das beliebteste Stück der Theatergruppe ist von der bekannten Geschichte Feng Shen Yan Yi, übersetzt Investitur der Götter inspiriert und beinhaltet akrobatische Kämpfe, Handpuppenspiel und Animation. Der Generalsekretär des Verbandes, Li Ho-Ching, sagt, er hofft, dass die Wärme und die kulturelle Kraft der Tour des Paper Windmill Theater dazu beitragen werden, die Beziehung zwischen Ungarn und Taiwan zu vertiefen. Außerdem wolle er den ukrainischen Kindern in der ungarischen Hauptstadt dadurch die Möglichkeit geben, wieder zu lächeln. Kulturminister Xu Zhe hofft, dass auch die ukrainischen Flüchtlinge und Kinder die taiwanischen Aufführungen genießen können. Er sagt, die Tour gehe über Diplomatie hinaus und zeige Taiwans Engagement, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Die Gruppe wird vom 16. bis 21. Juni in Budapest auftreten.